Mein Name ist Corinna Gressel, ich bin die stellvertretende Kreisvorsitzende vom Bund Naturschutz und wir haben jetzt heute eine Aktion hier gemacht, um darauf aufmerksam zu machen, dass aufgrund vom Klimawandel die Energiewende jetzt dringlicher ist als je zuvor. Und deswegen haben wir mal die Potenziale aufgezeigt, die in unserem Landkreis vorhanden sind. Unser Landkreis hat bereits eine sehr hohe Energieerzeugung in Sachen Strom. Allerdings wird das nicht reichen, weil unser Landkreis das Potenzial hat, eben auch Regionen, die nicht so viel Potenzial haben, mitzuversorgen. Deswegen haben wir mal in Gelb und Rot die 59 Windräder aufgezeigt, die bereits im Landkreis stehen. Die gelben sind die größeren Anlagen mit mehr als 100 Meter Rotordurchmesser. Die roten sind die kleineren Anlagen. Und die erzeugen auch deutlich weniger Strom. Also deshalb haben wir hier aufgezeigt, welches Potenzial in den vorhandenen Windradstandorten noch steckt, indem man jetzt die 37 kleineren Anlagen nehmen würde. Und wenn man die repowert auf aktuellen technischen Standard, könnten wir allein dadurch, ohne einen zusätzlichen Windkraftstandort, was natürlich trotzdem noch erforderlich ist, allein dadurch ein Drittel mehr Energie erzeugen. Das gleiche Potenzial liegt ungenutzt noch in der Photovoltaik. Die haben wir ebenfalls symbolisiert mit einem Quadratmeter für 100 Megawatt Peak. Wir haben bisher 185 Megawatt Peak installiert auf Dächern, 69 Megawatt Peak auf Freifläche. Das ungenutzte Potenzial allein auf den Dächern in unserem Landkreis sind über 1200 Megawatt Peak, die man ohne einen Quadratmeter Freifläche noch installieren könnte. Letzten Endes wird sich immer eine Mischung ergeben aus Windkraft und Photovoltaik, sowohl auf Dächern als auch auf Freiflächen. Aber genau das müssen wir jetzt tun, und zwar schnell, weil wir haben nicht mehr allzu viel Zeit. Das 1,5-Grad-Ziel, das Budget, das wir bis dahin noch haben, ist in ungefähr 7 Jahren aufgebraucht. Deswegen jetzt aber schnell. Mein Name ist Carsten Träger, ich bin Bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis Fürth, Neustadt Eichbad-Windsheim. Und ich bin heute hier, weil ich die Aktion unterstützen will für den Ausbau der erneuerbaren Energien. Wir müssen da schneller werden, wir müssen da viel mehr, viel schneller auf die Straße bringen. Und das heute ist, finde ich, ein guter Anfang. Ja, wir werden jetzt im Bundestag mehrere Gesetzespakete auf den Weg bringen, die dann dazu führen, dass wir bei der Windkraft deutlich schneller werden, dass wir bei der Photovoltaik deutlich schneller werden. Wir werden Planungsbeschleunigung vorantreiben. Also all das soll noch vor der Sommerpause beschlossen werden, damit wir dann spätestens Anfang nächsten Jahres mit dem Ausbau schnell vorankommen. Dann müssen wir uns noch um die Leitungen kümmern. Also es ist viel zu tun und wir haben natürlich auch neue Gründe. Wir müssen energieunabhängig werden, so schnell wie möglich. Wir haben das Signal verstanden, haben wir schon vorher verstanden, aber jetzt machen wir es erst recht. Ja, meine Botschaft wäre, dass wirklich jeder bei dem Ausbau der Erneuerbaren mitmachen kann. Das ist ja das Schöne. Wir sprechen nicht über den Ausbau von Großkraftwerken, sondern wir sprechen auch über dezentrale Bürgerenergie. Und da kann jeder und auch Mieterinnen und Mieter ihren Beitrag leisten und sich stark machen dafür, dass sie ihren eigenen Strom aus erneuerbaren Energien beziehen.